Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von War Friends. Tag Nummer 2 ist angebrochen und wir kriegen eine doppelte Belohnung. Wir kriegen eine tägliche Belohnung und zwar 5 Goldbarren. Jetzt haben wir 200. War-Karten haben wir dann auch gleich mit Level 6. Kommando, hier ist irgendwas markiert. Illuminierer Mächte in Eindringen gemeinsam mit dem Kommando holt ihr tolle Belohnung. Okay. 3 von 3 Invasions. Okay, das gibt es auch noch extra Text. Das ist gut. Eindringen angreifen. Schauen wir mal, was hier so ist. Okay, sowas wieder, dass sie auf uns zustürmen. Verstehe. Boah, da der Scharfschütze ist nicht schlecht, ey. Ich habe trotzdem getroffen, nice. Ist das einer von meinen? Nein, doch nicht. Huch! Ach, das ist der Boss, ja. Immun. Alter, das explodiert ja sofort gleich. Howdy, hallo. Stop that. Habe ich das Ding explodieren lassen? Nö, ich glaube, das ist bei dem völlig egal. Na, komm mal, achso. Ich glaube, dem kann man gar keinen Schaden machen, oder? Habe ich so das Gefühl. Aber der explodiert halt sofort. Die Granate, deswegen hast du keine Chance, da teilweise zu entkommen. Munition. Ihn kaputt. Ach, gedodged, du Penner. Ah, meine erste Niederlage in diesem Spiel. Ah, ich kenne dich vorher gar nicht. 828 Schaden, na ja gut. Je mehr Schaden du während der Invasion austeilst, desto besser die Belohnung und dann die am Ende auf dich warten. Das ist ja klar, ne? Das ist voll ekelhaft. Unbesiegbar. Ach. Toxikon. Oh, der hat eine gute Power, ne? 828, naja. Statistik, Kommandorang. Kommandogröße steigt mit zunehmendem Kommandorang. 43. Aha. Okay, cool. Gut, wir haben hier etwas fertig schon dabei. Die Armee wird verbessert. Grenadier. Ich wollte ihn auf Max-Stufe mal bringen. 36 Minuten dauert es jetzt leider. Ja, meinetwegen macht die Primärwaffe besser. Und auf geht's zum nächsten Gefecht. So, wir gucken mal, wie lange. 15 Minuten für eine Marke. Das tut weh. Das tut weh. Oh, fast getroffen. Ding, 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 ding. Da ist auch noch einer. Okay, kurz Nachladezeit. Granate werfen. Granate werfen.
Ach. Zu unsauber. Zu unsauber gezielt. Ein Raketenwerfer. Da gab es eine Headshot von mir. Finaler Treffer. Ah, herrlich. Hast du natürlich ein bisschen. Gibt es das wieder? Ich weiß gar nicht, wann das resettet. Aber wir sind Level 6 gekommen. Gesundheitsstärke, Schildstärke, Warkarten freigeschaltet. Freigeschaltet. Bazooka-Soldat, Italian. Und aufgefüllt mit der Dogma, meine Marken. Aha. Jetzt kann ich das hier beenden. Stelle eine Gold-War-Karte her. So, Warkarten jetzt holen. Verfügbar. Gold-Card-Pack. Verdiene zufällige Karte. Herstellung. Wir sind eine Herstellung, ne? Drei Silber- oder drei Bronze-Karten einschieben und du erhältst eine zufällige War-Karte von höherer Seltenheit. Oder drei Gold-Karten einschieben und du bekommst eine völlig neue Gold-Card. Okay, gibt es hier irgendwie, dass ich schon mal welche so bekomme oder nicht? Gut, erst einmal neue Waffen, die wir uns kaufen könnten. Eine Italien, so eine Schrotflinte, oder? Habe ich zu geizig für. Vielleicht irgendwann mal. Und hier haben wir auf jeden Fall einen neuen Bazooka-Soldat. Oh. Kaufen für 26.000 bescheidigt Schilder und feindliche Spieler. Ruf ich auch noch nicht drauf. Maschinengewehrschütze, Grenadier, Infanterie. Einheitenpower 839. Also wesentlich besser als alles andere, was ich bisher habe. Na gut, kaufen wir es mal. Geht halt noch nicht. Muss ich erst das Training abschließen, alles klar. Dann schauen wir doch mal, was wir bekommen, wenn wir... Was haben wir hier, Spezialevent? Fünf feindliche Schilder zerstören, das gehen wir hin. Auf geht's zum nächsten. Schön, dich wiederzusehen, Soldat. Du bist jetzt bereit für die Einsatzwirkung von der Warcard. Wähle drei Warcard aus und tippe auf Kämpfe, um zum Warcard-Bootcamp zu gelangen, wo du mehr darüber erfährst. Warcard ist ein mächtiges Werkzeug, um sich auf dem Spielfeld einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu verschaffen. Ja, das dachte ich mir schon. Das wird dann natürlich nicht mehr so toll werden, sobald das wirklich benutzt wird. Platziere Raketengeschütze auf dem Schlachtfeld. Gepanzerte Elite-Minigun-Schützen aus und sende zwei schwer gerüstete Elite-Swap-Soldaten aus. Naja. Das ist wahrscheinlich wieder eine CPU, wa? Dein Gegner. Gut. Ah, meine Sniper ist echt zu schwach. Sniper müssen instant töten, ja. Kann nicht sein, dass die Gegner überleben. Und ich soll ja auch gleich benutzen oder sagen die mir gleich, wie es geht? 1144. Spiel jetzt eine Warcard, Rekrut. Tipp auf eine Warcard, um sie zu spielen. Ach, hier, direkt vor mir ist sie. Aber die sollen auf dem Schild kaputt machen. Slow Motion. Machen wir das mal. Oh, nächster Schild kaputt. Oh, ich glaube, den habe ich nicht kaputt gemacht. Oh, das ist ja ein übles Geschütz. Aber hilft mir super, die Dinger kaputt zu machen. Piu! Granatenschauer. Oh, ich greife den Typen gar nicht an, ich will die Stille kaputt machen. Weiß gar nicht, ob das überhaupt hilft für die Mission.
Bam. Kiste gestohlen, ein Geschütz. Das ist doch schön. Schön in den feindlichen Reihen Geschütz geklaut. Und mein Bazooka-Geschütz ist auch weg. Du bist weg. War nicht mein Schuss. Bam, da kam eine Granate angeflogen. Eine Clustergranate, eine Elektrofalle und Elite-Fallschirmjäger und schweres Geschütz und Sabotage. 5 Karten bekommen. Ist das normal? Egal, können wir die Goldkarte easy. Und das Rest ist wahrscheinlich, der wird 10 erreichen oder so. So, wunderbar. Haben wir gemacht. Spezialevent. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir schauen. Feuerrate von Primawaffen. Was ist das denn? Verteidigungserweiterung. Kann ich das bei meinen Waffen ranpacken oder was? Aktivieren. Ein Kavalier. Sicher, dass ich mir nichts Neues kaufen sollte? Achso, habe ich ja gar nicht gehört. Doch, hier, das hier geht noch. Magazin 50.478 Angriff. Ach, wobei, das ist ja okay. Das hier wollte ich verbessern. Ob ich hier ein neues kaufe. Also, das ist eine schöne Sniper. Und die würde ich schon ganz gerne behalten. Jetzt holen. Was war das? Echt Geldkrams. Dann brauche ich Rang 10 für. Na, das ist halt kein. Das hier seht ihr, das ist eine Schrotflinte. Die nächste Sniper gibt es also auf Rang 10. Eine Dragon. Dann werden wir sie bis dahin mal verbessern. Warkarten. Herstellung. Ich habe ja. Oh, doch, 3 Silberfein. Ja, 3 Silberdinger. Was ist das? Warum hat das so einen Totenkopf auf sich drauf? Behalten wir mal. Stehen wir eine. Warum Goldkarte? Ach, das ist eine Silberkarte. Das dauert eine Stunde. Na gut, wie ich es gemacht habe, ja. Dann brauchen wir mindestens 3 Stunden dafür. Und ich brauche noch entsprechend. Ach nee, ich stelle eine Goldkarte. Ich dachte, man muss 3 machen. Gut, dann habe ich in einer Stunde dann auf jeden Fall. Wir nehmen mal gar keine mit. Muss nicht sein. Ach gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Ich bin geizig, kenne mich doch. Erstmal eine Stunde Pause machen. Bis die Goldkarte fertig ist, meine Güte. Ist ja nervig. Alter, guckt raus und schießt gleich. Was ist denn los mit dir? Der hat mich getroffen. Eine schöne Bazooka. Gesundheit auffüllen. Na, mittlerweile sind die Gene vielleicht ein bisschen besser. Ja. Kommt mir zumindest so vor. Meine Granate ist an dem Ding hängen geblieben. Wow. An dem Container. War nicht mein Schuss. War der Grenadier. Aber er hat schon einen Bazooka in der Hand gehabt. So, jetzt bin ich auch fertig. Ist ja nervig. So, wie viele Warkarten kriege ich immer? Kriege ich immer 5? Ah, guck mal, das ist Bronze. Und ich habe einen bekommen. Und immer nur ein Kommandopunkt. Da steht aber 1 bis 7. Wahrscheinlich abhängig von der Liga, wo wir sind, oder? Kann das sein? Machen wir noch ein Kämpflein. Und dann haben wir nämlich 2 Medaillen. Die brauchen erstmal eine halbe Stunde, bis sie die refreshen. Und dann machen wir in einer Stunde weiter. Ich könnte auch mit Space diese Dings ignorieren. Das ist der Gegner.
Jetzt wusste ich nicht, wo er war. Das kann ich auch. Bitte sehr. Fünf Goldbarren, die hätte ich mir ungern entgehen lassen wollen. Okay, den sehe ich nicht. Kann ich aufhören damit? Nein. Ich kann ihn einfach nicht mehr abbrechen, außer ich benutze ihn halt. Ein Geschütz. Wir überrennen ihn. Ich will den letzten Schuss machen. Oh, wo bist du? Piu! Meiner! Sehr schön. Gut, Leute. Gut, gut, gut. Wieder eine Beutekiste. Wieder eine Warkarte, eine Glückssträhne. Immer nur eine. Ist ja schade. Das ist ja echt schade. Hier sind wie drei Dinger. Hier, Kommando. Spende deine Warkarten und Bodykarten in dem Kartenpaket und erhalte Ansehenspunkte, wenn sie von deinem Kommandokameraden gezogen werden. Ziehe beliebige Warkarten und Bodykarten, die von deinen Kommandokameraden abgelegt werden. Bodykarten sind mächtige Warkarten, die vom eigenen Charakter abhängig sind. Spende sie ins Kartendeck, um deinen Kommandokameraden dabei zu helfen, stärker zu werden. Schicke Charakterstürmer. Achso, die kann ich dir geben, oder was? Spende deine Warkarten. Was ist denn das hier? Kenn ich gar nicht. Mich selber? Schicke Dark Hand Charakterstürmer. Da kann ich mit dem Kampf, okay. Spenden wir einfach mal. Und hieraus kann ich jetzt ziehen, oder wie? Check ich nicht. Keine Warkarten gespendet. Ist das schon Level 6? Ah, Level 8 ist es schon. Okay, habe ich noch nicht so richtig Kraft. Aber egal. Meine lieben Freunde, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.